Geht man hier hin, schon mal. Jo! Nimmt die halbe Konstruktion auseinander, ist gar kein Problem, Freunde. Ja, Alfie bereit. Es wird, glaube ich, gleich lustig hier. Denn ich meine, dass der Gegner gleich Luftwaffe schickt. Und zwar richtige Luftwaffe, nicht nur die falschen Jägerflugzeuge hier. Wie heißen die Dinger eigentlich? Kann man nicht sehen. Ich weiß nicht, ob das eine Tupolev ist oder was. Keine Ahnung. Das ist ja mehr so das russisch-typische Flugzeug, sag ich mal so. Die Tupolev. Ja, hey Mann, was geht? Was macht der Wurfarm? Ach Gott. Sorry. Ich muss da immer dran denken, ey, Mann. Was macht der Wurfarm? Diese blöden Grenadiere der GDI. Oh, Mann, ey. Falsches Universum, sorry. Ja, jetzt kommen die Dreadnoughts, genau. Jetzt kommt die richtige Angriffsflotte. Armada ist ja tatsächlich noch eine Steigerung zu der Flotte. Also es gibt ja die Flotte und es gibt die Armada. Und die Armada ist noch größer als die Flotte. Oh, mit ihren schnellen Antriebsdingern. Ah ja. Machen sie sich aber leicht, leicht abschießbar, hätte ich jetzt gesagt. Ja, lass mir ein paar Ballons aufsteigen. Yay! Das Schöne ist, sie haben sich dadurch schon so weit runtergeschwächt, dass es für uns eigentlich kein Problem mehr ist, sie runterzuholen. Keine Sorge, ich hab noch mehr davon. Schieß das Ding ab! Perfekt, und jetzt den. Holt die Vögel runter! Warum zerstört er eigentlich leere Zivilgebäude? Was soll die Scheiße? Was verspricht er sich davon? Genau, erledigen wir diese Penner! Nicht zu nah ran, weil sonst bomben wir ihn nicht los. Sehr schön. Hey, yo! Was geht ab? Wie Einheit verloren! Ja, da hat einer volles Rohr raufgebombt. Super. Habt ihr fein gemacht, Jungs. Irgendwie halten die mehr aus. Kann das sein? Alter, schieß die doch ab, Mann! Boah! Schießen die einfach nicht ab, was soll das? Ihr sollt die runterholen und die nicht verstauen. Haben sehr viel Glück, wie es scheint. Meine Armee wird andernorts gebraucht. Ist klar. Aber keine Sorge. Wir haben es geschafft. Ich komme wieder. Feuer! Übrigens, selbst wenn sie runtergeholt werden, machen sie noch erheblichen Schaden. Also wir müssen echt aufpassen. Ja, sagt er und er verliert uns zwei Fahrzeuge. Sie ziehen sich zurück, Sir. Sie haben es geschafft. Sie haben sie abgewehrt. Ich gratuliere, Commander. Ja, danke. Javelin. Mission 1 erfolgreich. Eieieiei. War aber auch heftig. Diesmal hatten wir aber einen größeren Balken als unser Kumpel. Tatsächlich mal, ausnahmsweise mal. Gut, weiter geht's. In wilder Fahrt. Gut. Großartig. Glückwunsch, Commander. Sie haben diese Bastarde heimgeschickt. Die werden bestimmt zweimal überlegen, bevor sie erneut eine Invasion versuchen. Dieser Sieg war für alle sehr wichtig, Commander. Für die Russen nicht. Für sie war es eine böse Niederlage. Ja, mal schade, nicht alle Kommandeure haben ihre Einstellung. Hören Sie, Bingham, ich mag diesen neuen Commander. Die Russen in Frankreich könnten auch etwas Feuer unterm Hintern vertragen. Ja, natürlich, Sir. Diesen Gedanken hatte ich auch bereits erwogen. Wie sagt man, zwei Dumme, ein Gedanke. Und um meine Worte zu unterstreichen, schicke ich Ihnen unser bestes Geheimkommando. Jungs, darf ich vorstellen, Tanya. Hallo, Gentlemen. Tanya ist das Beste, was wir haben. Sie kennt 15 verschiedene Wege, einen Mann zu töten mit bloßen Händen. Deswegen rate ich Ihnen, verärgern Sie sie bloß nicht. Commander, der sowjetische General, den Sie bei Brighton geschlagen haben, ist jetzt in Südfrankreich. Er besetzte Cannes und verhaftete unsere Generäle. Ich lege den Hafen lahm, aber der Rest ist dann Ihre Sache. Ja. Was wäre Alarmstufe Rot ohne Tanya, die von Anfang an dabei ist? Gespielt wird sie übrigens... Jenny McCarthy heißt sie, glaube ich. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube aber, dass sie eine ziemliche Skandalnudel in Anführungszeichen ist. Bin ich mir nicht so ganz sicher.
Alliierte Truppen in ganz Europa versuchen, die besetzten Gebiete zurückzuerobern. Aber sie werden in Südfrankreich erwartet. Die Sowjets halten dort einen strategisch wichtigen Hafen. Sie haben außerdem in der Region mehrere Geiseln in ihrer Gewalt. Special Agent Tanya unterstützt sie auf dem Boden. Und Chance, Kommandant. Vielen Dank. Die Sowjets haben sich in Cannes eingegraben und die Küstengewässer abgeriegelt. Wir können sie also nicht frontal angreifen. Allerdings haben wir eine Schwäche im sowjetischen Sperrriegel entdeckt und ein Infiltrationsteam zusammengestellt, um durchzubrechen. Natürlich. Hier Ihre Befehle. Infiltrieren Sie die sowjetischen Inselhäfen. Durchbrechen Sie die Seeblockade. Im Konferenzzentrum halten sich die Führer mehrerer alliierter Länder auf. Vernichten Sie die russischen Verbände, damit wir sie evakuieren können. Außerdem sitzen hier einige alliierte Flugzeuge fest. Versuchen Sie, sie zu bergen. Agent Tanya wird sie auf dieser Mission unterstützen. Ja. Und wir kämpfen mit dem amerikanischen Panzerkommander, mit Warren. Warren ist quasi der Gegenspieler von Oleg, wenn man so will. Sehe, die Russen haben gelernt. Die Sowjets, Entschuldigung. Die Sowjets kontrollieren den Hafen und halten mehrere alliierte Führer als Geiseln fest. Sie sollen die Geiseln befreien und den Hafen. Sie werden von Tanya unterstützt. Das könnte ein heißer... Ja, wir stehen unter Zeitdruck. Commander, ich bin Ihr Bodenkommando, klar? Sind Sie bereit? Okay, dann los. Feindliche Einheiten entdeckt und ein neues Einsatzziel erhalten. Dann komm, Tanya. Erscheinen, meine ich. Kommen wir ein bisschen eklig. Was heißt eklig? Ein bisschen komisch. Sir. Hi. Commander Warren hier. Meine Männer werden die sowjetischen Bodentruppen aufhalten und die Geiseln retten. Zeit, dass wir zurückschlagen. Gut. Okay, Commander, legen wir los. Du schwimmst doch schon. Was willst du denn noch? Ja, die Spione können übrigens jetzt auch schwimmen. Diese Tanya macht mir Angst. Guten Tag, Sir. Wenn ich mal bedenke, wie sie früher angefangen haben. Mit. Ja, wo bin ist unterwegs. Sie? Bin bereits unterwegs. Beobachtungsposten erobert. Jetzt erfahren wir, was die Sowjets vorhaben. Die Königin im Vaterland. Schnell wie der Wind. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ist die Luft? Kessler-Spuren. Commander, sagen Sie unseren Spionen, sie sollen ihnen den Saft abdrehen. Das verschafft mir genug Zeit, um ihre Defensivsysteme. Kommt auch gar nicht komisch vor, wenn ein Rekrut plötzlich schwimmen kann. Wittern mit ihrer feinen Nase jeden noch so gut getarnten Spion. Wird der Spion entdeckt, fliegt seine Tarnung. Ja, das ist ja nichts Neues mehr. Und dann der Minister, wenn das Bär ist, wo ist dann geliebte Mutter? Ja. Oh, der Minister, ein wilder Hund. In Kahn, das ist ja wohl lächerlich. Eine Einheit wird angegriffen. Ah ja, man erkennt dieses Kommunistenpack immer am Geruch. Ja, wie man sieht, Tanya ist genauso gefährlich wie eh und je. Hat sich nicht geändert. Geändert. Kein Problem. Ich hole sie hier. Keine Bären. Jetzt hatten wir also Natascha und jetzt haben wir auch Tanya. Wie macht sich die Verkleidung? Wo brauchen Sie mich? Bin unterwegs. Die verrückte Nudel. Bin dran. Sind unterwegs. Bin unterwegs. Schlaf weiter. Und vor allen Dingen, sie schießt von alleine. Das ist richtig schön. Man muss ihr das nicht unbedingt immer sofort sagen, sondern sie macht das auch von sich aus. Herrlich. Ich glaube, ich brauche nochmal ein paar Spione. Das ist mein Spielplatz. Wie sehe ich aus? Ja! Nee, ist klar. Die Verkleidung. Das ist mein Spielplatz. So, das war die russische Kaserne. Vorsicht vor den Speeren. Bereit zur Infiltration. Geladen und entsichert. Jawohl. Wir brauchen nochmal hier ein paar Spione als Verstärkung. Tanya hier, ich bin so. Ich weiß nicht, ob die Tesla-Spule noch funktioniert. Ich glaube aber nicht. Ich bin aber nicht sicher. Kein Problem. Jawohl. Nein, sie funktioniert nicht mehr. Hat sich gerade erledigt, die Frage. Danke. Verstanden. Was macht ihr da eigentlich? Oh! So sichert man ein Gebiet. Und Ziel erreicht. Okay, die alliierten Führer wurden schon gerettet von Warren. Also Warren leistet richtig gute Arbeit. Alles klar. Kann man nicht anders sagen. Haben Sie ein Ziel? Aber hallo. Bin unterwegs. Also ihr habt es gerade gesehen, die Tesla-Spule funktioniert noch. Das gibt einen Leider. Schönen Knall. Wie sehe ich aus? Volltreffer. Das sieht aus, ey. Tanya rennt zum Kraftwerk und der russische Rekrut rennt ihr einfach hinterher die ganze Zeit. War das schon alles? Klopf, klopf. So. Bin dran. Alles klar. Scheiße. Blöde Bären haben wohl mein Deo gerochen. Ja, warum benutzt du so ein Deo, Mensch? Ich erledige das. Fällt doch auf. Wie
gesagt, ich bin unbewaffnet. Ja, Moschus fällt doch auf. Feindliche Einheiten Idiot. Entdeckt. Ausbildung. Das war die Kaserne. Bin unterwegs. Guten Tag, Sir. Tag, Sir. Was gibt's Neues? Noch nix, war ja das Übliche. Bereit zur Infiltration. Operation läuft. Feindliches Gebäude infiltriert. Sprengsätze bereit. Gut, die erste Insel haben wir erfolgreich infiltriert. Die nimmt nicht seine Gestalt an. Die sollen seine... Jetzt nehmen sie seine Gestalt an. Hat aber auch gedauert. Boah, Tanja, du musst nochmal leider zurück. Du musst nochmal das Kraftwerk da zerlegen. Wir wollen ja schließlich nicht, dass unser Gegner Energie hat. Außerdem sehe ich, deswegen habe ich auch drei gebraucht. Eine Einheit wird angegriffen. Ich habe schon gefragt, warum. Was machst du da? Du sollst ihn nicht antanzen, du sollst ihn umlegen. Verstanden. Mach ich. Das gibt einen privaten schönen Knall. Alles rennt sie nicht raus. Ist sie doof? Finde ich übrigens auch sehr interessant, dass die Soldaten jetzt neuerdings auch durch die Sandsackbarrieren einfach durchlaufen können. Das ist ja auch so ein uraltes Ding schon seit dem ersten Teil. So, dann haben wir das auch schon mal. Du gehst da rein. Ich finde übrigens die Symbole, finde ich, sehr cool. Ihr könnt sie leider nicht sehen, weil Lolo leider den Mauszeiger nicht mit aufnimmt. Aber wenn man zum Beispiel mit dem Spion drauf geht, bei der Hafenbehörde, dann sieht man nämlich so ein Auge. Und das finde ich richtig cool, dass du das extra siehst, dieses Auge. Dieses Infiltrationszeichen. Na, lädt die sich auf, die Spule? Ja. Tut sie. Oh. Okay. Geladen und entsichert. So kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir müssen wieder hinten rum zurück. Ab ins kühle Nass. Blöd. Ich hätte gerne die Tesla-Spule zerlegt. Feindliche Einheiten aber entdeckt. Geht natürlich nicht, weil ich... ja. Unser weil ich doof bin. Wird angegriffen. Sagen wir es, wie es ist. Ich glaube, ich sollte vielleicht doch noch ein paar Spione Ausbildung. Bauen, wa? Wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Also Warren scheint hier irgendwie so ziemlich keine Probleme zu haben. Kann das sein? Der scheint echt gut zurechtzukommen. Bereit zur Infiltration. Während ich mich hier noch versuche, irgendwie so durchzuschlagen, an die Arbeit. Ist der gut dabei, der gute Warren. Verstanden. Bereit zur Infiltration. Ja, Tanja ist angeschlagen, ich weiß. Das macht aber nichts. Übrigens, falls sie fallen sollte, können wir sie auch neu bauen. Sie ist sogar kostenfrei. Also das ist schon cool gemacht. Also wenn sie mal sterben sollte, was ja durchaus mal passieren kann... Kann man sie jederzeit neu holen und sogar kostenfrei. Also das finde ich schon geil gemacht. Ihre kann ich sagen. Also nicht schlecht. Ja, ich könnte eine Runde schwimmen. Stehst du drauf, wa? Haben die sich jetzt getarnt? Ja. Ah, erfrischend. Tut mir aber einen Gefallen, schwimmt nicht da rein, wo Bären sind. Also ich meine nicht die Frucht, sondern tatsächlich die Tiere. Bären. Aber ihr habt ja gesehen, die Bären sind die Gegenspieler der Schäferhunde. Macht auch mehr Sinn tatsächlich als die Hunde aus Teil 2 für die Russen. Das waren, glaube ich, Huskies. Hatten sie Huskies? Ich weiß jetzt nicht, was für eine Hundeart sie hatten. Ich glaube, da können andere Leute mit besser mitreden, die auch wirklich Hundebesitzer sind, mehr oder weniger. Warum greift der schon die Basis an, sag mal? Ist ja irre, der Mann. Alter, der ist ja richtig radikal dabei, wa? Heidewitzka. War das schon alles? Wie sehe ich aus? Der ist ja richtig radikal, unser Kollege hier. Mein lieber Herr Gesangsverein, du. Da greift er einfach direkt die an. Undercover. Haben Sie was für mich? Ja. Jawohl. Was macht der da? Schon urlaubsreif? Vor allem schon urlaubsreif. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ja, ach, alles gut. Der kommt zurecht. Wirklich, was macht ihr da? Wie sehe ich aus? Ja, Commander. Vorsicht, hey, was liegt an? Aber hallo. Eine Einheit wird angegriffen. So sieht's also aus, wenn die Tesla-Spule deaktiviert ist. Klopf, klopf. Mädchen. C4 ist unterwegs. Mach keinen Scheiß jetzt. Weg da! Gute Nacht. Wie macht sich die Verkleidung? Leck mich am Arsch, das war knapp gerade. Schalt die doch aus, Mensch! Klopf, klopf.
Aber lass ihn nicht mit dieser blöden... Ah, sie hat ihren Heldenstatus. Sehr gut. Na, die Tesla-Spule, die braucht ganz schön lange, bis sie auflädt. Merkt man ja schon. Und weg da. Weg, 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 weg. Sieht geil aus. Sieht ja mal geil aus. Lädt immer noch auf, obwohl sie keine Energie hat. Sehr schön. So, ich brauche aber immer noch zwei Spione. Die habe ich aber hier. Habt ihr da was gehört? Brauch noch einen. Mensch, ich habe einen Spionverschleiß. Ja, sind alles schon mal keine James Bonds hier, ne? James Bonds, ne, ist klar. Bereit zur Infiltration. Bin unterwegs. Bin dran. Schnell, bevor ich entdeckt werde. Nein, wirst du nicht. Ist die Luft rein? Für deine eigene Blödheit kann ich aber nichts. Bereit. Neoprenanzug bereit. Feindliche Einheiten entdeckt. Sorry. Oh, Heidewitzka. Unser Verbündeter wird angegriffen. Brauchen Sie mich? Jawohl. So. Ist blöd, dass man so viele Spione braucht. Alles klar. Ist echt blöd. Bin unterwegs. Eine Einheit wird angegriffen. Bin unterwegs. Okay, knall sie ab. Gut gemacht. Bin unterwegs. Ich weiß nicht, ob dann die Energie ausfällt. Ich weiß es nicht. Deswegen speichere ich vorsichtshalber mal. Falls Tanja nämlich drauf geht, das wäre sehr ärgerlich. Gerade mit ihrem Heldenstatus wäre das sehr ärgerlich. Das gibt einen schönen Knall. Sind wir so, jo, und die Energie ist ausgefallen. Perfekt. Das gibt einen schönen Knall. Bin unterwegs. Sehr gut. C4 ist unterwegs. Wie macht sich die Verkleidung? Ja, wie macht sich die Verkleidung? Ich gebe mein Bestes. Haben Sie ein Ziel? Brauche ich die ja gar nicht mehr zur Infiltration. Undercover. Das ist ja gut. Wusste ich nicht. Tanja? Hey, was liegt an? Du sollst das Gebäude ausschalten, bitte. Wie macht sich die Verkleidung? Für König und das Vaterland. War knapp. Ach, jetzt sagt er für König und Vaterland. Okay, im ersten Teil hat er gesagt für Königin und Vaterland. War klar. Es war irgendwie klar, dass das Gebäude wieder funktioniert. Undercover. Infiltrieren. Haben Sie ein Ziel? Ja. Feindliches Gebäude. Ich habe fast immer ein Ziel. Feindlicher Stützpunkt ich entdeckt. An, die Luft ist rein. An die Arbeit. Okay, das finde ich auch interessant. Wenn die nicht gezielt die Kiste mitnehmen soll, dann nimmt sie die bin auch nicht unterwegs. Mit. Interessant. Schnell, bevor ich entdeckt werde. Haben Sie was für mich? Wie macht sich die eigentlich kannst du in die Hafenbehörde. Nee, denkst du. Ja, Commander. Tanja! Oh, du blöde Nuss! Ausbildung. Entschuldigung, das laden wir. Nein. Dauert zu lange. Das laden wir. Du blöde Nuss. Genau da solltest du nicht entlang laufen. Warum rennt sie genau dahin, wo sie nicht entlang laufen sollte? Blöde Nuss. Ehrlich. Genau da sollte sie nicht entlang laufen. Was wie macht sie? Sie rennt genau da entlang. Blöde Kuh. Wie ehrlich. Macht sich die Verkleidung? Mann. Bin unterwegs. Tanja hier, ich bin soweit. So. Alles klar. Muss ich extra dein Patschehändchen jetzt halten, oder was? Nee, 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 nee. So aber nicht, Tanja. So aber nicht. Halt mein Handtuch bereit. Wo willst du hin? Feindliche Einheiten entdeckt. Junge, warum hast du nichts gelernt? Guck dir mal den Dieter an. Der hat sogar ein Auto. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt dir eine Festanstellung, wenn du ihn darum bittest. Ey! Schnell wie der Wind. Ja, Commander. Für König und Vaterland. Der macht nicht das, was er soll. Du sollst einfach... Wie gesagt, ich bin unbewaffnet. Du sollst den Weg nach unten nehmen, du Penner. Und nicht hier... Oh. Mann, ey. Jawohl. Mach doch mal einmal das, was ich dir sage. Vorsicht vor den Speeren. Wie so ein ungezogener Junge. Elli. Operation ich dir sage, du hast es zu machen, dann hast du es zu machen. Mann. Bin unterwegs. Der eine glitt erstmal schön. Vorsicht vor den Speeren. So, du kannst schon mal dahin. Du gehst schon mal dahin. Für König und Vaterland, ja. Feindliche
Eigentlich heißt es für Königin und Vaterland, aber wer weiß, vielleicht ist das ja schon eine Zukunftsvision, wer weiß auch schon. Wäre schon blöd, wenn ich das Kraftwerk zuerst ausschalten würde. Deswegen schalte ich erst das andere aus, dann die Spule. So, und dann das sabotierte Kraftwerk. So. Ich meine, sie muss in die Hafenbehörde rein. Und übrigens, ja, auch Tanya kann mittlerweile in die Gebäude rein. Das ist auch neu, das konnte sie vorher noch nicht. Vorher konnten das nur die GIs, also nur die Standardeinheiten. Jetzt kann das aber auch... Können das alle anderen Einheiten können das jetzt auch. Meine Fresse. Schwer hier. Meine Güte. Furchtbar.